Herr Rüegsegger, welche Ereignisse an der Markt haben Sie im vergangenen Jahr am meisten überrascht? Überrascht vor allem Negatives im Sinn von, oder hauptsächlich die Bewertungskorrekturen, die zum Teil massiv sind ausgefallen. Also sind Titel plötzlich völlig neu bewertet worden. Und was uns in dieser Beziehung vor allem oder noch viel mehr überrascht hat, ist, dass es eben auch Titel waren, die eigentlich wenig von der, sagen wir mal, konjunkturellen Entwicklung abhängig waren. Also dass nicht konjunkturabhängige Titel auch massiv verloren haben. Das war sicher das Haupt, die Hauptüberraschung 2018 für uns. Jetzt sind Sie sehr stark in außerbörslichen Märkten mit Ihrem Fonds investiert. Was raten Sie Anleger, die in diesen Markt investieren wollen, bei Ihren Anlagen? Also es ist sicher wichtig, dass man sich mit den Unternehmen, wo man investieren will, detailliert und intensiv tut. Beschäftigen, dass man die Bilanzkennzahlen sieht. Man sollte auch schauen, wie das Management in den letzten Jahren sicher geschafft hat. Ein weiterer Punkt ist, wenn man dann zu einem Kaufentscheid kommt, dass man die Aufträge strikt limitieren. Und man muss einfach generell wissen zu diesem Markt, dass es nicht vergleichbar ist mit den kotierten Aktien, weil sie anderen regulatorischen Erfordernissen unterstehen. Das heisst, es kann natürlich zu Situationen kommen, wo eine Firma irgendetwas macht, das nicht im Sinn des Aktionärs ist. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Welche konkreten Werte können Sie empfehlen im OTC-Markt? Ja, es ist relativ schwierig im Moment die Position aufzubauen, weil der Markt ist momentan sehr dünn. Man merkt es vor allem an den breiten Geldbriefspannen. Ich kann euch ein Beispiel geben, Lagerhäuser in der Zentralschweiz. Ist ein Geldkurs bei 26'000 Franken gekommen und ein Briefkurs irgendwo bei 38'000, was einer recht hohen oder extrem hohen Spanne entspricht. Und dort hat man sicher das Problem, dass man, wenn man Titel kaufen will, dass man eben zu einem anständigen Preis anständig viel Material bekommt. Aber eben darum strikt limitieren. Aber es ist sicher ein Beispiel zum Investieren. Sie haben im letzten Jahr schlechter abgeschnitten als Benchmark. Wie sind Ihre Ausblicke für dieses Jahr? Ja, also ich würde es vielleicht noch korrigieren. Benchmark, wir haben gar keinen Benchmark. Wir investieren ja fast 50% in Deutschland und in Österreich. Und die Märkte haben zum Teil recht über 20% verloren. Also es relativiert es dann. Aber nichtsdestotrotz, für dieses Jahr erwarten wir eigentlich wieder ein positives Jahr. Wir sind schon 4-5% bereits jetzt im Plus. Wir sehen die konjunkturelle Entwicklung nicht so dramatisch schlecht. Also Wachstum ist nach wie vor vorhanden. Und dazu kommt, die Zinsen sind nach wie vor auf Alltime-Lows. Man hat de facto versus Aktien praktisch keine Alternativen. Wir sind also positiv in das Jahr hinein und sehen so positiv.